Nach unseren Recherchen ist in einem Pflegeheim in Wellingsbüttel sind 39 Bewohner an Corona erkrankt. 6 Pfleger sollen auch infiziert sein. Es soll auch Todesfälle schon gegeben haben. Können Sie dazu was sagen? Und von den genannten Todesfällen, die Sie ja eben genannt haben, waren da welche dabei, die im Zusammenhang mit dem Pflegeheim in Wellingsbüttel sind? Also es gibt ein Infektionsgeschehen in einem Pflegeheim in Wellingsbüttel. Da sind auch noch weitere hinzugekommen. Gestern waren das nach meiner Kenntnis 25. Es kann aber sein, dass sich inzwischen noch mehr Fälle ergeben haben, auch unter dem Personal. Nach meiner Kenntnis sind die meisten dieser Betroffenen auch in dem Pflegeheim weiter, weil ihr Gesundheitszustand nicht so ist, dass sie ins Krankenhaus kommen müssten. Aber sie sind natürlich separiert worden. Diejenigen, die nicht positiv getestet worden sind, sind anders untergebracht worden. Und das Gesundheitsamt hat die entsprechenden Maßnahmen ergriffen. Ich gehe jetzt, wenn das ein neuer Todesfall sein sollte, gehe ich davon aus, dass er noch nicht zu den heute veröffentlichten zählt, weil wir ja immer die Überprüfung durch die Rechtsmedizin vorschalten, bevor wir Zahlen veröffentlichen. Und das dürfte dann wahrscheinlich noch nicht geschehen sein.